Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Ja, lang ist es her, dass wir das letzte Mal eine Aufnahme gemacht haben. Wir befinden uns heute auf der Karte Rheinhausen und fahren eine Runde für den OVMD mit einem C2 2012 aus dem 3-Generation-Addon gemoddet von mir. Genau, sieht man glaube ich auch schon, schön gemoddet. Ja, wir fahren die Linie 62, 64 und um genau zu sein, sprachen dann Bubble, die 64 vom Rheinhausen Hauptbahnhof nach Neuendorf Rheinhausen Center. Das Ganze wie gesagt mit einem 2012er C2. Wir setzen uns rein. Stellen uns das Dashboard. Allmax ist schon angenommen. Abfahrt haben wir auch schon. Motor an. Ja, by the way, glaube ich, noch ein kleiner Bug. Ja, es müsste ein Bug sein. Und wir lassen die Fahrgäste einsteigen. Hallo. Guten Tag. Danke. Hallo, ich kriege noch mehr Geld zurück. Schnauze. Danke. Genau, das Ganze machen wir mit einem 2012er C2, wie gesagt, gemoddet von mir. Und wir sollten Omni Navigation noch anschalten. Moment. Hoppala. Ja, jetzt hat man meine ganzen Aufnahmeversuche mal gesehen. Die alle schief gelaufen sind. So, genau. Also, die Map hat das Linienpack von Celeb. Von Doc Omsi. Ja, sorry an der Stelle an Doc. Erstmal schöner Fail hier am folgenden Anfang. Genau, umgebaut wurde die Karte privat von jemandem, ich sag nicht von wem, weil sonst kriegt derjenige nämlich nur Anfragen, da habe ich keinen Bock drauf. So, Aufnahme läuft auch endlich. Wie geschnitten Brot. Ja, ich habe neues Internet, ich werde jetzt öfter mal streamen, nicht wundern. So. Gut, das mit den Texturen hier muss ich noch anpassen. Sehe ich schon. So, was machen die hier? Die kommen da raus, obwohl da keine Autos fahren dürfen. Ah ja. Genau, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Heute um 18.30 Uhr ist ein Livestream, in dem wir den neuen E2 testen. Hallo. In Tramsim. Einen Einzelfahrschein. Guten Morgen. Einen normalen Fahrschein. Danke. Ich hätte gern eine Frage. Danke. Und genau. Da testen wir den mal auf Herz und Nieren, prüfen den um 18.30 Uhr. Ich installiere den dann auch um 14 Uhr direkt. Sofern wir dann WLAN haben, weil wir kriegen nämlich heute einen neuen Router, weil unser 5 GHz Netz nicht geht. Ich bin ja hier über ein LAN drin. Ich habe ja hier LAN-Kabel. Aber WLAN geht nur über 2,4 GHz. Sobald wir 5 GHz einschalten und uns... Da war mich nicht voll. Sobald man das 5 GHz einschaltet, ja, kackt das WLAN ab. Das ist scheiße. Weil wenn wir die Gelegenheit schon haben, dann wollen wir die natürlich auch ausnutzen, das 5 GHz Netz zu nutzen. Das läuft ja meist auch ein bisschen stabiler wie das 2,4. Guten Morgen. Morgen. Hallo. So. Aufnahme läuft. Die Sonne blendet mich hier gerade ein bisschen. Euch natürlich nicht, aber mich. Leuchtet mir auf dem Bildschirm. So. Genau, wie gesagt, die Map wurde ein bisschen umgestaltet von jemandem. Ich sag nicht von wem. Sieht man, glaube ich, auch an mehreren Stellen. Auch hier schön mit neuen Haltestellenschildern und mit den DFI-Anzeigern. Hier hinten auch. An der nächsten Haltestelle sieht man es auch schon. Finde ich echt cool.
dass man sich die Arbeit macht, weil das sind auch die von iStandy. Das heißt, du musst einzeln diese Einschübe mit Attached To einfügen. Und das ist halt echt lästig. Wenn man jetzt mal hier überlegt, wenn man jetzt hier so eine Großhaltestelle in der Innenstadt hat, muss man jedes einzelne rein, also das hier ist das Standardobjekt. So, und dann muss man hier die einzelnen, diese Schilderchen hier draufkleben und beschriften. Und das musst du halt, wenn du es austauschen willst, auf einer ganzen Map an jeder Haltestelle machen. Da kann man sich denken, was das für eine Scheißarbeit ist. Ne? Ja, alleine auch schon wegen den Vorfällen, was mit Simon los war. Ich weiß, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Projekt Potsdam wird den T2 privat lassen. Kann ich ehrlich gesagt verstehen, wenn man ihn den Wintertest weitergibt. Also, wenn du hier zuschaust, du bist ein Wichser, der den weitergegeben hat. Ja. YouTube kann mich jetzt dafür auch sperren oder nicht, ist mir egal. TOTV, Train Omzi TV hat das ja auch in seinem Video, Grüße an dich, hat das ja auch angesprochen. Ja. Also, wenn du zuschaust, schalt bitte ab und deabonnier mich, danke. Weil solche Zuschauer möchte ich auf meinem Kanal nicht haben. Die können sich mal schön vergraben gehen, ganz ehrlich. Ein Wichser, ey. Ich meine, ich finde es ja jetzt schon geil, dass Simon die Mods so auf der Webdesk hochlädt. Das ist ja so schon geil. Ich meine, das müsste er jetzt nicht nach den Vorfällen. Müssen tun Modder sowieso nichts. Ja, davon ab. Aber dass er die Mods überhaupt noch hochlädt mit der Kaffeetasse, die ich mir jetzt auch in meine Busse einbauen werde, das ist natürlich echt schon sexy. Sofern man sich natürlich mit Einbau von Mods auskennt. Oder von gewissen Sachen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. So, Doc, du siehst, ich fahre eigentlich normal, wenn du mir zuguckst. Und ich habe hier plus 3,30. Also, weiß ich nicht. Ja, der Fahrplan ist in der Innenstadt halt ganz schön krass eng. Aber hier, guck mal, hier haben wir teilweise 4 Minuten Fahrzeit zwischen den Haltestellen. Und die Heizung läuft an. Also die Dinge, da mache ich ja alles an und dann wird's besser. Die Scheiben laufen an. Ihr seht das. Da kommen schon die Partikel. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist definitiv ein schlechtes Zeichen. Ja, nächste rote Ampel. Ja, plus 3, ne? Also, jetzt wird's langsam schon kritisch. Was heißt kritisch? Kritisch wird's noch lange nicht, aber... Ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, hier auch schon mit OVMD repaint. Andere Matrix, das habe ich auch eingebaut. Die habe ich aber manuell eingebaut, sage ich gleich dazu. Ich habe diese Matrix manuell eingebaut, weil wenn man die Standard-Krüger nimmt, sind die Spiegel von der Daueranimation, hängen die irgendwie hier unten oder so. Und das finde ich so hässlich. Deswegen habe ich mir die manuell eingebaut. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel. Oh, Innenbeleuchtung könnte man mal anmachen. Und das Dash muss ich noch ein bisschen verstellen, weil das gefällt mir noch nicht. Das ist ein bisschen zu weit vorne. Ich muss näher hin. So. Schön nah ran. So, so gefällt mir das doch schon besser. So. So, schalten wir hier mal um, dass das Weiße da weg ist, weil das nervt mich. Genau, Link zum Linienpack in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Wenn nicht, müsst ihr mal auf der Omzi-Webdisk gucken oder einfach im Browser eingeben, Reinhausen Linienpack. Aber ich kann es auch so verlinken. Wie gesagt, Map ist privat. Auch keine Anfragen stellen. Da werde ich nicht drauf antworten. Die werde ich glatt ignorieren.
Ja, genau, zum Ablauf jetzt eigentlich mal, so wie es die nächsten Wochen weiterlaufen soll. Also wie gesagt, heute Vorstellung des E2 um 18:30 Uhr. Dann werde ich nach dieser Folge eventuell noch eine Folge aufnehmen. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie ich das zeitlich hinbringe. Ich nehme das am Vormittag auf, in einer Freistunde. So. Grün Abfahrt. Ah, hat sich wieder zurückgestellt. Ja, da ist mit den Texturen dann noch so ein bisschen verbuggt. So, und siehe da. So, was machst du? Du packst aber auch ganz schön mutig, ey. Na gut. Die Position ist ein bisschen behämmert. Also noch besser kann man sich auch nicht hinstellen. Direkt vorm Haltestellenbereich oder nach dem Haltestellenbereich. Ja, genau, also wie gesagt, Let's Plays habe ich auch vor, was zu machen. Und zwar in naher Zukunft tatsächlich schon. Transport Fever 2 wirtschaftlich, also mit Kohle. Ein Let's Play. Eine Staffel. Eventuell danach sogar noch eine zweite Staffel. Videos dann halt immer mittwochs und freitags. Dass ich sozusagen vorproduzieren kann. So. Nächste Haltestelle, Loreleiweg. Loreleiweg. Genau, wir fahren ja auch über Gellenberg. Das ist auch besonders an der Linie. Wie lange haben wir denn jetzt eigentlich noch? Loreleiweg? Ja, die Hälfte haben wir. Jetzt sind es noch 18 Minuten. Nächste Haltestelle, Romansufer. Nächste Haltestelle, Rheinaue Uferpromenade. So, Rheinaue. Die Aufnahme leckt ein bisschen. Oder vorhin hat es ein bisschen geleckt. Jetzt geht's wieder. Komisch. Vielleicht ist das nur hier in OBS so. Vielleicht lag die gar nicht.
weg, so ein bisschen. Gellenberg, jetzt sind wir in Gellenberg. Ihr startet ja die 31. So. So, ich muss mal ganz kurz in den Optionen. Entschuldigung, bitte, junger Mann. Ja, das ist halt die erste Aufnahme, ne? Was soll ich dazu sagen? Irgendwie ruckelt mir die Aufnahme ein bisschen. Naja. Ja, ist ja gut. Hallo. Eine Kurzstrecke. Danke. Ich kann mich aber auch täuschen. Danke. Morgen. Einen normalen Fahrschein. Danke. Dass das nur ein OBS so rumlaggt. Vielleicht laggt die Aufnahme gar nicht so. Wenn nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dafür eine Lösung habt für das Problem. Wenn das Problem da ist. Nächste Haltestelle. So. Genau, hier hatten wir jetzt auch gerade die verlegte Haltestelle Gellenberg. Denn für die 6264 gibt es ja eine andere Haltestelle. So. Hoppala. Bisschen aufgesetzt. So, wir halten ja auch nur auf den Hinweg am Rathaus. Auf dem Rückweg halten wir nicht am Rathaus. So. So, was ist mit dem passiert? Der steht hier ein bisschen komisch, wa?
Ja, das war ein bisschen zu weit ausgeholt. Da habe ich ein bisschen zu übertrieben, war. Okay, jetzt läuft die Aufnahme wieder komisch, was das ist manchmal. Sie so ein bisschen rumzuckelt. Wie gesagt, wenn ihr das Problem habt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann stimmt irgendwas bei der Aufnahme nicht, bei den Settings. Muss ich da nochmal was abändern. Kann aber, wie gesagt, auch durch OBS sein, dass das so ein bisschen rumzuppelt. Muss nicht an der Aufnahme liegen. Hatte ich nämlich damals schon, dass das in der OBS nämlich rumgezoppelt hat, wie verrückt. Und die Aufnahme dann aber richtig flüssig lief. Da unterschätzt man sich. Irgendwie ist es auch so im Stream. Ist mir das gestern nämlich aufgefallen. Im Stream läuft OMSI viel besser wie bei mir auf dem PC. Also bei mir läuft sozusagen schlechter und bei euch im Stream läuft es besser. Also der zieht sozusagen die Daten und dadurch, dass es so ein bisschen zeitverzögert ist, lädt er die sozusagen neu, deswegen läuft es flüssiger. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Anders kann ich es mir persönlich auch nicht mehr vorstellen. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Linie. Also eine meiner Lieblingslinien jetzt. Also, weil, weißt du, man fährt halt 62 und 64 und die sind halt Stadtlinien, fahren aber auch ins Überland. Das finde ich halt geil. Weil ich glaube nicht, dass Gellenberg Stadt ist. Das sieht sehr ländlich aus. So, ich habe mal Discord ausgeschaltet. Vielleicht liegt es auch da dran, weil jetzt läuft es nämlich auch wieder eine ganze Spur besser. Also irgendwie, Hintergrundprogramme darf man eigentlich nicht offen lassen. Kollege. Ich finde die Linie halt geil, weil die verbindet halt das Einkaufszentrum in Neuendorf, dann zwischendrin Gellenberg, wo halt viele auch wohnen, und halt die Innenstadt. Das ist halt einfach eine richtig geile Linie. Und da könnte ich mir sogar vorstellen, da würde es sich vielleicht sogar in der HVZ in Capacity lohnen. Mal ehrlich. Na, sag mal, hackt's noch? Alter. Komm, gib Gas. Vollpfosten. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, die weichen aus. So. Das hier ist ja auch so schön ländlich. Hier könnte man vielleicht ein Thumbnail machen. Ein Thumbnail. Tag, Kollege. Auch auf 64. Ich weiß gar nicht, wohin die 62 fährt, ob die denselben Linienweg fährt. Ich bin bis jetzt nur die 64 gefahren. Auf jeden Fall, der Linienverlauf gefällt mir. So viel kann ich sagen. So, das ist nämlich so ein Halbkreis. Jetzt kommen wir wieder nach Rheinhausen. Und man könnte von neu, ach, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die 62, dass man als 64 nach Neuendorf fährt und dann als 62 weiter wieder zum Hauptbahnhof, aber halt von Neuendorf zum Hauptbahnhof und nicht diese Strecke hier. So kann ich mir das vorstellen. Weil wenn ich mir das hier angucke, hat er auch nur hier 9 Minuten Pause und dann geht's direkt wieder weiter. Also anders kann ich es mir persönlich auch nicht erklären.
Können wir, sehen wir ja dann gleich in Neuendorf. Stadtteil Neuendorf, genau. Weil wenn ich mir jetzt das Haltestellenschild hier angucke, ja okay, hier steht jetzt die 64 noch nicht drauf, das wurde noch nicht, das hat derjenige, der hier die Haltestellenschilder gemacht hat, hier noch nicht gefixt. Die N75 steht hier allerdings drauf. Ja, das neue Linienpack von Doc Omsi, da gab es ja zahlreiche Änderungen. Die 42 ist gleich geblieben. Die 70, 72, 74, die haben halt andere Umlaufnummern bekommen, soweit ich das gesehen habe. Und dann die 156, 158 wurden umbenannt. Das sind jetzt die X56 und die X58. Was ich auch echt geil finde, dass man das geändert hat. Und dann hat man halt noch die, jetzt mit dem Update hier, die 62, 64, die sozusagen in einer Art Ring um Rheinhausen rumfahren. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Oder am Halbring. Irgendwas habe ich gelesen. Stimmt das so hier? Ich glaube, das ist. Ach, komm, nehm's halt einfach. Abfahrt. So, Neuendorf, da sind wir auch schon da. Das ging echt flott jetzt. Ja gut, wir haben 27 Minuten Aufnahme, ne? Also, flott ist ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Ihre RVB. Oder ihr OVMD. Weil die Linie ist ja eine Linie des OVMD. So, und da sind auch schon hier die. Ah, wir müssen da rumfahren, okay. Weil da können wir jetzt dann auch gleich mal gucken. Genau, die 62, dann ist die 62 sozusagen die Weiterführung der 64 hier von Neuendorf direkt zum Hauptbahnhof. So, ich habe mal ein neues Thumbnail. Ich kann mich da immer nicht so recht entscheiden. Weil dann endet die 64 nämlich hier und die 62 geht dann sozusagen weiter. Und die fährt dann nämlich dann hier hinten raus zum Hauptbahnhof. Hier geht's ja zum Hauptbahnhof. Wir können ja auch mal hier gucken. Hier Hauptbahnhof. Der fährt sozusagen den Linienweg der N1 dann bis Hauptbahnhof. Gut. Dann sind wir angekommen. Gut, ja genau. Hier sieht man es auch schon. 62, als 62 würden wir zum Hauptbahnhof fahren. Ja, genau, wie ich schon gesagt habe, über Juliansberg, Kremer, Bad Fabianshof zum Hauptbahnhof. Genau. Gut, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, jetzt mal ein bisschen bessere Qualität. Lasst ein Like oder ein Abo da und schaut auch gerne mal dann, ja, heute Abend um 18.30 Uhr bei dem Stream dabei. Mal schauen, vielleicht wird die Uhrzeit auch noch verschoben, ich weiß es nicht. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Ciao.